Herr Dürr ist heute zu uns gekommen. Herr Dürr, herzlich willkommen beim BVK. Mich würde einfach mal interessieren, es gab jetzt einen Brandbrief von 25 Startups und auch Finanzierern, die gesagt haben, also das, was derzeit passiert, ist eigentlich nicht genug. Wir brauchen einfach richtig Power, wenn es um den Standort Deutschland geht. Wie haben Sie das empfunden und wie sehen Sie das? Also nehmen wir ernst, erstens, und das ist ja der Grund, warum wir gesagt haben, Deutschland muss als Investitions-Startup-Standort besser werden. Darum geht es ja. Es geht um vernünftige Rahmenbedingungen, Stichwort Startup-Strategie der Bundesregierung, genauso wie bei der Digitalstrategie, wo es jetzt auch um konkrete Schritte geht. Bisher war das ja immer eher anhand von Zielen, die man sich gesteckt hat. Jetzt geht es darum, wirklich konkret was umzusetzen, gerade im digitalen Bereich. Aber ich glaube, bei der Finanzierung ist es ein ganz zentraler Punkt, aber ich denke auch an faire Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Mitarbeiterkapitalbeteiligung, die es attraktiv machen, dass Startups in Deutschland groß werden, nicht woanders. Nicht, dass man sozusagen die Samen hier aussät und die Pflanze wird im Ausland möglicherweise in den Vereinigten Staaten groß, sondern sie muss in Deutschland groß werden. Insofern ist es als Startup-Partei FDP natürlich ein Herzensanliegen. Wenn man das so ein bisschen als Branche betrachtet, hat man so das Gefühl, also es gibt die Digitalstrategie, die ist bei Herrn Wissing, dann gibt es bei Herrn Habeck die Startup-Strategie und jetzt gibt es auch noch das Zukunftsfinanzierungsgesetz. Das liegt sozusagen bei Herrn Lindner und Herrn Buschmann. So, wie kriegen wir das denn hin, dass das nicht ein Gegeneinander und Nebeneinander wird, sondern etwas Gemeinsames? Also ich sehe schon, dass das was Gemeinsames ist. Natürlich sind unterschiedliche Ressorts unterschiedlich betroffen. Also teilweise sind steuerrechtliche Fragen betroffen, an anderer Stelle eben wirkliche konkrete Investitionsrahmenbedingungen, Stichwort Digitalisierung. Das ist schon okay. Am Ende ist das Ziel, dass Startups bei uns sich lohnen, dass es sich lohnt, sie zu investieren und dass es sich lohnt, dass sie hier bleiben, dass sie auch über jede Finanzierungsphase hier in Deutschland bleiben und in Europa, damit wir entsprechend tolle große Einhörner am Ende auch sehen, die in Deutschland Arbeitsplätze, Jobs und vor allen Dingen Wachstum, übrigens am Ende auch Steuereinnahmen schaffen. Insofern geht das Hand in Hand, da bin ich ganz zuversichtlich. Wir sind da noch am Anfang, aber die ersten Pflöcke sind eingeschlagen und die Stichworte haben Sie gerade genannt. Jetzt würde mich mal interessieren, Sie als Fraktionsvorsitzender sind ja nicht Teil der Regierung. Sie können vielleicht noch ein bisschen offener sprechen. Geht Ihnen das denn schnell genug? Also wir haben jetzt die Strategien stehen, die Pläne stehen, aber Sie sagen, wir sind am Anfang. Muss da nicht mehr Geschwindigkeit rein? Also die Geschwindigkeit sehe ich schon. Die ist auch da und das ist ein großes Feld, keine Frage. Auch eins, was von den Vorgängerregierungen, muss man ja sagen, das ist ja kein neues Phänomen, über was wir hier gerade reden, ein Stück weit liegen gelassen worden ist. Und dass wir es jetzt geschafft haben, innerhalb des ersten Jahres ist sehr klar auf die Schiene zu setzen, glaube ich, das ist schon mal richtig. Und jetzt geht es um die Umsetzung. Stichwort China würde ich gerne noch mal ansprechen. Es gibt eine große Verunsicherung im Markt, weil auf der einen Seite ist natürlich klar, wir haben es mit einem Land zu tun, das ganz klare Interessen hat. Wir haben jetzt sozusagen diesen Hafen in Hamburg, wir haben diese Chipfabrik, die zur Diskussion steht. Aber es gibt natürlich auch zahlreiche andere Beteiligungen, auch in Fonds, zum Beispiel unserer Branche, sind Chinesen investiert. Wie muss man damit umgehen? Soll das jetzt ganz aufhören oder soll das jedes Mal genehmigt werden? Wie ist da so Ihre Meinung zu dem Thema? Also zwei Dinge muss man unterscheiden. Das eine ist kritische Infrastruktur. Da haben wir echte nationale, übrigens auch europäische Interessen. Und deswegen lässt das Außenwirtschaftsrecht zu Recht auch Dinge dazu. Wir werden das jetzt nochmal überprüfen und schauen, wo man nachschärfen muss, da wo es um wirklich kritische Infrastruktur geht. Das ist das eine. Und das zweite ist, natürlich werden wir die Handelsbeziehungen mit China nicht abbrechen, aber wir müssen weiter diversifizieren. Das heißt, neue Handelsbeziehungen eingehen. Also das, was ein guter Mittelständler auch machen würde, der schaut sich sein Portfolio an und guckt, ob er Klumpenrisiken hat. Gibt es zu krasse Beziehungen an einer Seite, dann löst man die nicht sofort auf, sondern schaut sich an anderer Stelle an, was man noch mehr tun kann. Deswegen ist das Freihandel für uns als Freie Demokraten natürlich ein wichtiges Thema. Stichwort CETA-Ratifizierung, wo wir einige schon erreicht haben innerhalb der Bundesregierung. Das war bei den Koalitionsverhandlungen ja noch nicht der Fall, aber ich glaube, da konnten wir unsere Partner überzeugen, dass Deutschland sich im Freihandel breiter aufstellen muss. Also mehr Freihandelsabkommen, gerade wegen den bisherigen Abhängigkeiten, insbesondere bei Rohstoffen, was Russland leider betrifft, aber auch die wirtschaftliche Abhängigkeit ein Stück weit von China dadurch zu reduzieren, dass man an anderer Stelle mehr macht. Wie will man sich denn insgesamt als Deutschland geopolitisch aufstellen? Ist das eine europäische Aufgabe oder eher eine nationale oder gemeinsam? Weil es kann ja jetzt passieren, dass wir wieder andere Regierungen auch in den USA bekommen. Da kommt vielleicht Donald Trump wieder an die Regierung. Dann sagen wir, um Gottes Willen, ja, das muss ich jetzt, da dürfen wir jetzt auch nicht mehr so großzügig sein. Also wie wollen wir uns in Deutschland eigentlich positionieren in diesem permanenten Wandel?
Also bei der Frage des Freihandels, den ich vorhin anspreche, ist das ja schon rechtlich eine europäische Frage und richtigerweise eine europäische Frage, denn es betrifft den gesamten Binnenmarkt in aller Regel. Insofern müssen wir uns da europäisch aufstellen und da sollte Deutschland Motor sein, innerhalb der EU mehr Freihandelsabkommen zu machen. Es gab ja in der Vergangenheit, da war ja sogar Deutschland skeptisch bei CETA. Ich meine, mit einer liberalen Demokratie in Kanada kann man kein Freihandelsabkommen machen. Das kann man in diesen Tagen ja niemandem mehr erklären. Deswegen hat diese Bundesregierung eine andere Position als die alte Bundesregierung, richtigerweise für das Freihandelsabkommen mit Kanada. Aber das geht darüber hinaus. Wir sollten Motor sein innerhalb Europas als Deutsche für mehr Freihandel, für mehr Abkommen weltweit und mit mehr Ländern, mit mehr Regionen, um unseren eigenen Wirtschaftshandlungsspielraum einfach zu erweitern. Das macht Sinn. Vielen Dank, dass Sie da waren. Interessante Ausführungen und wir würden gerne mal wieder auf Sie zukommen. Sehr gerne.